Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, Teil Nummer 3 jetzt. Und zwar gab es doch noch ein paar kleine Probleme. Ich habe meinen ersten Entladetest erfolgreich gemacht. Es funktioniert so gesehen erstmal alles, aber es gab zum Beispiel noch das Problem, wenn ich einschalte, dass der Step Down, ja, die Kondis hier laden muss und ja, zu viel Strom erstmal zieht, wenn ich das gleichzeitig mache. So. Deshalb habe ich die Platine jetzt nochmal ausgebaut, habe den kleinen Schalter ausgelötet und also hier so einen Umschalter an, Ausschalter einfach für die Step Down Platine und das lege ich mir jetzt außen hin und dann kann ich die anmachen. Erstmal den Akku freigeben ohne Belastung, ne, am Display anmachen und dann hier Belastung drauf geben. Ich hatte hier erst eine Klemme gemacht und immer an- und abgeklemmt, das ist aber Sackgang. Und musste immer zwei, dreimal raus und reinstecken, dass es geht. Jetzt geht es auch so, schalt halt ein, mach dann den Step-Down an und dann funktioniert der Lüfter war auch verkehrt rum. Ja, moin. Ja, und ich will mir jetzt noch einen Adapter basteln, dass ich auch andere Akkus entladen kann. Liebe Grüße an Markus, gute Idee. Und ja, das mache ich jetzt mal. Bis gleich. So, es ist vollbracht. Ich habe noch ein paar kleine Umbauten. Wie gesagt, den Schalter hier rein. Hier habe ich jetzt noch einen Voltmeter, dass ich den Ausgang, dass ich nicht immer einen Multimeter brauche. Und den Allround-Ladeadapter. Ich glaube, den zeige ich euch mal zuerst. So, dazu erst, also das ist jetzt der Modus von Markus, seine Idee, dass ich eben nicht nur Bosch-Akkus damit entladen kann, sondern auch Möbit-Batterien. Dafür ist der Adapter, sage ich mal, und dann haben wir halt die 12-12 vom Möbit, von der Möbit-Batterie. Und wenn ich jetzt den Step-Up einschalte, Step-Down, dann 10-9 und ja, kann ich halt jetzt hier einstellen. 8 Volt oder 5-5-5. Da könnt ihr euer USB jetzt theoretisch hier auch dran laden, ne? Weil einer geschrieben hatte, kannst du noch eine USB-Buchse ranmachen. Würde jetzt dann die Wattstunden zählen, ne? Wenn ich jetzt hier was verbrauche, hat man gleich eine schöne Anzeige. Und jetzt kommen wir mal zum Richten. Und zwar, ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht. Ah, warte mal, ich mache das Ding mal aus. So, Jungs, ne, dabei im Hangout. Und zwar, ja, eine kleine Zeichnung mit ein paar Anmerkungen. Eingang maximal 40 Volt, in Klammern 42 geht gerade so noch. Maximale Ampere 15 Ampere. Ich habe noch eine Sicherung eingebaut. Und Ausgang maximal 15 bis 20, weil der Step-Up kann ja nur 20 Ampere, wenn überhaupt. Ne? Nochmal, wenn ich hier reinleuchte, seht ihr hier das rote Ding? Ne, das schwarze. Der eckige Kasten, das ist die Sicherung. Der eine oder andere ist, ich will es nicht nochmal aufschrauben, ich will es so oft. Ja, also wir kommen vom Akku. Ne? Also das ist hier unser, wartet mal, Spezialsteckerkabel. Kommen wir hier vom Akku, das sind die drei Pole und der eine extra hier, musste ich halt noch wegen CAN-Bus machen. Plus und Minus, plus abgesichert oder Minus, egal, dann auf den DC, auf das Wattmeter und dann auf den Step-Down und dann Ausgang. Wie gesagt, Potty noch angemacht, ein An- und Ausschalter, das halt, dass ich nicht gleich die ganze Last dran habe am Akku. Mit Bosch geht das halt nicht. Und noch einen kleinen Step-Down für den 12-Volt PC-Lüfter. Den habe ich jetzt auch umgedreht, aber verkehrt rum. Ja, und dann über das CAN-Bus, über die CAN-Bus-Adapterplatine, dann das Arduino und das wird halt von 5 Volt hier mit dem USB-Netzteil einfach 230 Volt versorgt. Ne? Also wenn man das anschaltet, wird der ganze Strang freigeschalten und es wird dem Bosch-Akku gesagt, dass er hier freigeben kann. Na, gut. Jetzt klemme ich mal hier Bosch-Akku an. So, alles aufgebaut und angeschlossen. Das ist meine Entladestation. Hier ist Glühbirnen-Inferno. Und ja, hier unser Adapterstecker, wie gesagt. Kann ich den Akku auch hin und her ziehen, das hält. Alles angeschlossen und wenn ich jetzt über USB, also hier USB freigebe, müsste einschalten. Lüfter laufen, Display ist auch an, hat freigegeben. Jetzt muss man die Wattstunden löschen und dann mache ich jetzt mit dem Klei-Entladetest Ausgang freigeben. Gut, wir sind hier, das ist halt, ich weiß jetzt halt nicht, wie viel jetzt hier drauf ist, ne? Aber ich weiß, es sind ungefähr 10 Volt, kann ich anschalten.
Saison bei 9 Volt. Und was jetzt der Akku verbraucht, jetzt gehen wir einfach mal mit der Spannung hoch, ich würde mal sagen so 100 Watt. Er schaltet schon ab. Ja, nein. 100 Watt sind, glaube ich, zu viel. Theoretisch müsste ich jetzt nur ausschalten und müsste jetzt von alleine wieder anschalten. Mal gucken, ob das klappt. Ob er überhaupt abschaltet. Ne, der schaltet nicht ab. Ich muss eben mal selber abschalten. Ja, dann geht's wieder. Okay, 100 Watt will er irgendwie nicht. Nochmal 100 Watt. Ah, ich habe das wieder falsch. Ich wollte das innen noch umklemmen, Plus und Minus. Jetzt zählt er wieder Plus. Scheiße. Jetzt geht komischerweise 100. Nee. Hä, 100 Watt macht er nicht, oder was? Und das wieder vom Morix. Achso, ja, und jetzt seht ihr es. Wenn ich hier einen Step Down anlasse, geht er nicht an. Ne? Jetzt muss ich bloß hier einmal ausschalten. Canbus schaltet ihn wieder an. Ein bisschen runterdrehen und wieder an. Gut, darf ich nicht so viel entladen. Hm. Aber warum? Naja, funktioniert auf jeden Fall. Also mit 75 Watt oder 8 Watt hier so müsste es ungefähr. Also hat es gestern funktioniert, konnte ich entladen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vielleicht ins Kabel gekommen bin oder so. Also es funktioniert auf jeden Fall. Top. So sieht das kleine Ganze von innen aus. Und das Wichtigste hier, Sicherungshalter natürlich, inklusive Sicherung. Jetzt aber. Tschüss.